Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf oder bei den Mountain Farmers. Mit dabei haben wir den Paul, den Uwe, Michael, Lenny und den Darky. Hallo. 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 Paul, kannst du mir das erklären mit dem Füllstand der Honigwaben? Wenn ich hier vorstehe, sagt der volle Honigwabe 19%. Ja. Und wenn ich hier reingehe, steht da Füllstand 2 Stück 19%. Du hast eine volle und eine hat 90%, 19%. Nein, aber die volle kriege ich nicht. Ach doch, die ist gerade umgesprungen. Okay, alles klar. Jetzt oh, geht's. Kann ihn nicht abladen. Oh nein. Lass mich raten, da ist noch Grassilage drin. Hey, bist echt ein guter Mann. Kannst du mit dem Vorder da vorbeikommen? Hey, ich hab den gerade angekuppelt. Was soll ich das noch bei den Kühen reinwerfen? Aber die, glaube ich, die brauchen nichts, ne? Die Gras... brauchen die nicht. Kann unser Silo abgedeckt werden, Uwe, oder soll ich schon auflassen? Kannst du abdecken. Wir haben ja zur Not noch ein drittes. Oh, ist erledigt. Danke. Ich suche auch noch den Tierhändler, der ist in eine andere Richtung. Wir haben übrigens ein Problem. Du wolltest sagen, ihr habt ein Problem. Links, links, über links, links, links. Ja, ja ich will jetzt, überleg gerade, ob ich hier über die Wiesen links, fahre. Links. Das ging an den Paul, dass wir ein Problem haben. Wir haben die Bienenstöcke zu eng aneinander gesetzt. Gute. Wieso? Weil du die nur ausleeren kannst, wenn da links daneben Platz ist. Hä, wieso? Ich hatte nie Probleme. Ich kann die anderen nicht aus, ich kann nur die erste leeren. Einmal mit Profis. Spiel das mit wäre schön. Da muss ich die dafür aufklappen. Ach, ich muss die aufklappen. Du musst die aufklappen, ja. Hat einen Schaft, ey. Sonst kannst du lang probieren. Sag ich, zieh dich mal ganz kurz. Ja. Darfst du, glaube ich, nicht. Jetzt, ich zieh dich. Oh, geil. Ah, schon wieder dran vorbeigefahren. Was machst du eigentlich? Ja, ich versuche Kühe zu kaufen. Ja, ich habe da nochmal eine Frage. Ist der Kuhpreis eigentlich variabel? Also ist ja, der verändert sich auch. Oh, wo fährst du hin? Du musst im Seasons-Menü gucken. Okay. Da sind die Preise hinterlegt. Und kannst auch ungefähr die Schwankungen. Ja, kannst du mir das ganz kurz sagen? Oh ja, Sekunde. Also ich mach's gerne auch gleich auf. Und Micho steht hier schon. Warte, ich muss gerade nachgucken. Ja, ich guck auch mal. Welche Kühe wollt ihr denn? Holsteiner würde ich nehmen. Ja, natürlich. Das sind gerade bei 2100 circa. Die sind im Sommer am günstigsten ungefähr. Also warte, da, wenn ich jetzt hier nach unten gehe, dann finde ich irgendwo Kühe, oder? Ganz da. Holsteiner, ja. Da ist eine, also die richtigen Preise siehst du erst, wenn eine Season vorbei ist. Aber das ist so eine Tendenz ungefähr. Ja. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn der Trigger hier? Also laut der Tendenz ist so Ende Herbst, Anfang Sommer am günstigsten. Ne? Also Holsteiner kostet momentan 1881. Jetzt ist die Frage, ob wir schnell spulen wollen. Twitter spulen. Wohin willst du denn spulen? Na, die Nacht. Wir haben es 21 Uhr. Hell. Ich bin verdammt müde. Ihr nicht? Es ist so schön hell. Ja, ist ja gut. Dann kaufe ich die Kühe halt jetzt. Holsteiner, ne? Hoppala. Okay, jetzt können wir spulen. Ja, sehr gut. Ich fahre gleich nochmal. Wenn die günstiger wären, hole ich noch welche. Bin ich pleite, aber ist egal. Hat mal einer durchgerechnet? 60.000 Silage mal 280? 16,2. Ja. Das ist doch. Das rechnet sich ja gar nicht. Nee, ja, komm, für einmal mähen. Pro Kopf, also 30.000, okay. Pro Team. Er hat gesagt pro Kopf. Ja, hat er sich versprochen. Pro Team, Entschuldigung. Oh, Kacke, ich krieg die hier nicht hoch. Kommt schon. Muss mein Traktor kommen oder was? Du musst nicht die Kacke hochziehen, du musst die Kühe mitnehmen. Ja, hör mal, ich hab gerade die. Blöd genommen die Kurve, musste jetzt nochmal die 8 Kühe rückwärts hochdrücken. Aber, nö, die sind klar, wenn die oben angekommen sind, dann sind die auch schussfest. Mhm. Gar kein Problem. So. Gleich schon mal ein Tierschutzamt anrufen. Ja, habe ich schon.
Nee, habe ich auch schon gemacht. Ne? Ich habe den Imkerbund angerufen. Der hat gesagt, der guckt sich das mal an. Wenn so Profis ja, nicht mehr wissen, dass die... Wie bitte? Unsere Bienen sind schön. Denen geht's gut. Ja, ja, aber wenn Profis nicht mehr wissen, dass man den Stock aufmachen muss, ne, da haben sie schon ein bisschen Sorge gehabt. Dass der Sachkundenachweis doch selbst gedruckt ist. Es geht ja nur darum, ihnen den Honig zu klauen, wenn man aufmacht. Ja, das reicht ja den Kollegen, ne? Aha. Na, ist ja gut. Boah! Hatte ihr auch gerade ein Mikro-Lag? Minimal. Oh, wir haben wieder ein Tüpfelchen Mist im Stall liegen. 15 Liter. Ne, 47 steht dran. Wow. Mensch. Ja, waren 10. Ich sag's euch. Haben wir irgendwo einen Wassertrinker oder müssen wir Wasser holen für die Kühe? Wir haben doch das Wasserrohr. Ja, ja, aber müssen wir Wasser holen? Dann hänge ich mein Wasserfass an und fülle das schon mal. Ja, Wasser müssen wir, glaube ich, holen. Also wir haben keinen See in unserem Stall. Okay, hätte ja sein können, dass wir eine Wasserleitung drin haben. Du kannst eine Wasserleitung setzen. Ich glaube nicht. Wie, du kannst eine Wasserleitung setzen. Das haben wir schon mal drüber geredet, die Season-Pumpe. Ach. Ja, ja, okay. Richtig. Kostet die was oder macht die das einfach so? Kostet 5000 und danach ist einfach so. Aber für 5000 kann ich ja auch eine Menge Wasser selber schippen, oder? Ja, aber du hast nie wieder Stress damit. Das stimmt. Ja, Micha, erstmal füllen wir noch so auf, würde ich sagen. Okay, dann schon mal Wasserfass. Ja, und dann gucken wir uns mal die Pumpe an. Und da, ja, das, was die Pumpe kostet, kannst du kein Wasserfass kaufen. Wir haben ja schon ein Wasserfass, das ist es ja. Ist selber schuld. Ja, wir brauchten ja damals einen Dieseltank, nachdem mein Schlepper leer gelaufen ist. Da war ja was. Genau, und das war ja das falsche Fass und das haben wir immer noch behalten. Wir haben ja dann noch das richtige gekauft und da war ja ein bisschen... Aber das war auch nicht teuer, das ist so ein Modfass gewesen. Also von daher... Das geht. So. Soll ich eigentlich mal wieder über eure Wiese fahren? Wenn du das Wasserfass dabei mitbringst, ja. Nee, warum sollte ich? Ich fahre ja mit meinen Kühen nach oben, nicht nach unten. Ich will ja mal meinen Baum gießen, den ich hier testweise gebaut habe. Ja. Ja, ich komme gleich. Nein, Schatzi. Also, trink ordentlich was und dann erledigt sich das vielleicht von selbst. Nee, okay. Gut. Haben wir das Maßband mit drauf? Leider nein. Habe ich auch schon vermisst. Wofür? So kleine Häppchen schneiden musst du kein Maßband haben. Vielleicht wollen wir richtig dicke Oschis verkaufen? Ja. Aber dann hast du auch einen Vollernter und der hat einen eingebauten Laser, der kann das direkt vermessen, ob das 6 Meter oder 7 Meter sind. Das ist richtig. Siehste. Außerdem, du bist doch alter Holzprofi, oder nicht? Ich? Ja, geschultes Auge. Du weißt doch mittlerweile, was geht mit per Hand oder nicht. Ja, im schlimmsten wahrscheinlich ist halt nochmal, ne? Also. Siehste. Habe ich halt wenig Berührungspunkte, also wenig Probleme. Der Begriff nachwachsender Rohstoff kriegt eine ganz neue Bedeutung. Wo hast du den Baum denn gebaut? Hier bei den Bienen. Oh, das ist aber nicht gut, ne? Bäume und Bienen vertragen sich nicht. Ja, doch. Reißen die sich, oder? Ja, ja. Also ist unterer Hof oder oberer Hof? Bei unterer. Den Gib dir auch eine Palette Honig mit. Ja, wie schön, da freue ich mich aber. Ja, super. Wie willst du sie denn in den Schlepper kriegen? Mal sieben da rein. Und eine Kiste Bienen. Ja, so, ja. Nö, ist okay. Damit jeder was von hat. Ja, genau. Spaß für die ganze Familie. Ich glaube, der Anleger, den du hast, ist besser, Dagi. Gehen bei euch auch 150 Kühe in den Stall? Alter Falter. Nein. Wir sind nicht so die Massentierhalter. Ja. Nee, wir stehen so auf kleine.
Wir kennen auch jede Kuh beim Namen hier bei uns, klingt, ne? Also. Klingt irgendwie immer komisch, wenn die Leute im Wald sind. Ich glaube, es liegt am Wald. Schön. Du bist aber schnell Duster geworden. Ja, Schnuppe draußen. Guck an. Vor allem stimmt hier ständig was mit dem Global Company Menü nicht, wenn ich an die Bienenwaben dran gehe. Aber muss alles raus und weg. Ja, wollen wir die Nacht vorspulen? Was? Nicht? Hast du noch was Wichtiges vor? Ja. Ja. Nicht? Wir wollten jetzt eine Flasche Ramazzotti aufmachen und dann gib ihm. Ja. Dann schwuren wir noch nicht, dann ist das so. Ihr sagt dann Bescheid, wenn ihr soweit seid, ne? Ja, meinetwegen kannst du spulen. Also ich will jetzt da nicht derjenige sein, an dem das dann scheitert. Hat noch irgendjemand was zu tun oder soll ich Vollgas geben? Ja, Wasser fahren. Also muss ich meinen Motor abstellen? Weiß ich gar nicht. Ja, ich spule mit 200.000 Speed. Ja, weil hier einer spult. Der Sommer ist gekommen. The Summer is coming. Ich bin doch ein Winterkind. Wo siehst du denn hier eine Bienenwabe? Warte, ich versuche hinzufahren. Boah. Nachgesüngt. Aber richtig. Ja, ich fahr drauf zu. Da, wo jetzt stehst. Mein Schlepper fährt auch gerade richtig gut. Reicht euch die Helligkeit oder? Alter, was hast du angestellt? Wie, was habe ich angestellt? Das ging ja jetzt gerade ewig. Was ging ewig? Oh. Nee, ja, ist gut. Leckerei. Ich habe mit 2500-fachen Speed gespult. Wir brauchen endlich mal so eine Fußmatte leider. Ich vergesse die leider immer drauf zu nehmen. Du kannst das F11 auch auf 5000 hochdrehen, oder? Ja, aber ich dachte, das ist für den Server jetzt nicht so geil. Die Fußmatte spult genau gleich. Die ist genauso ungeil für den Server eigentlich. Ach so. Naja. Okay. Ja gut, dann mach ich nächstes Mal richtig schnell Spuren, aber dann leckt es im Zweifelsfall noch mehr, ne? Ich war böse. Hast du ein Problem oder warst du böse? Nee, ich hab vielleicht einen tragenden Ast eines Obstbaumes abgesägt. Den tragenden Ast eines Moment. Den Stamm. Werner. Ja, er hing halt so da, weißt du? Hast du einen Obstbaum gesägt? Nein, also bitte. Du kannst Obstbäume umsägen? Nein. Ich meine, überleg mal, die kosten nur 400 im Bauen, wenn man da Nein. so viel kriegt. Oh, nee, ich glaube, er hat so einen bösen, verzwackten Baum umgesägt und keine gerade Fichte. Weil das sieht professionell aus, was du hier machst. Ja. Naja, um mal zu Darky. Ja. Also... Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind bisher die Einzigen, die noch kein Holz gemacht haben. Ja, ändere es jetzt, Uwe. Jetzt oder ihr nie. Habt ja auch eine BGA. Ja. Ihr habt ja auch. Unser Mais ist angewachsen. Juhu. Apropos gewachsen, wollen wir mal gucken, was das hier alles ergibt, wa? Wie meinst du? Naja, was die Uwe Felder sagen. Das müsste eigentlich reich sein. Der Uwe muss eigentlich muss Uwe uns ja noch auszahlen, oder? Ja. Wir haben euch schon ausgezahlt. Hey, für die Gemeinschaft aber noch nicht. Achso, ja, die Gemeinschaft erst, wenn das Silo in die BGA gekippt wurde. Und warte, ich gucke gerade mal, ich laufe hin, das ist noch lange nicht fertig. Wir haben erstmal 21% gegärt. Achso. Haben wir jetzt so viel Kohle von den Hofläden bekommen? Scheinbar. Alter! Was habt ihr denn gemacht? Weitermachen. Ich mach weiter. Ja, das waren jetzt locker 15.000. Ist ja nix. Naja, ihr kriegt 1.000 die Stunde, ne? Machen schon. Na, ihr habt schon oft rumfluchen gehört. Honig. Also, das habe ich schon gehört bei euch. Nur die unqualifizierte Hilfskraft. Ach so, ja. Keiner hat gesagt, dass du das bist. Micha, ich zieh dich nochmal ganz schnell. Ja. Achso, nee, wir machen das in der nächsten Folge, komm. Okay. Wir müssen nicht hinterher den Honig zu verarbeiten. Wir brauchen noch eine Schleuder. Aber ich würde mal sagen, irgendjemand hat uns zu wenig Silage geliefert gehabt. Warum? Weil wir nicht so viel Geld bekommen haben, wie wir den bezahlt haben. Weiß ich nicht. Ja doch, ich hab mal gerade geguckt, wie viel Geld wir von der BGA bekommen haben.
Und da wir ihnen den Preis bezahlt haben, der die BGA auszahlt, war irgendwie ein bisschen zu wenig Silage da. Das kann nicht sein. Wir haben. Haben wir vielleicht alles, was die erste Auszahlung noch mit davor bekommen? Das kann höchstens sein, dass hier vor der Nacht war. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Alles ist gut. Bettfall. Doch, doch, den ersten Anhänger habt ihr schon reingeschaufelt gehabt. Okay, dann passt. Danach haben wir das große Silo leergeräumt, dann war ja der Nachtwurm. Ja. Okay, dann passt das. Sehr gut. Hab nichts gesagt. Werner, du warst dran, ne? Wieso verlieren wir Geld? Ja, ich schaff muss ja gerade mal ein bisschen den Boden hier bearbeiten. Und ich sehe, wo die Bienendinger liegen. Muss den Boden bearbeiten, dass du die Bienendinger siehst? Ich muss das Gras wegmachen, ich sehe hier nichts mehr. Das Gras ist wieder gewachsen. Ich sehe die ganze Zeit so einen Baum so. Bei mir jetzt rechts in der Ecke. Das ist ja auch gut. Ja, diese unqualifizierten Fachkräfte. Richtig. Und damit beenden wir auch die heutige Folge. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal bei den unqualifizierten Arbeitskräften. Tschüss! Tschüss! Tschüss.